Hallo, mein Name ist Roman Karlczek und es freut mich an dieser Stelle, euch wieder begrüßen zu dürfen. Und vor knapp einer Woche, ein bisschen mehr, habe ich noch gesagt, wir werden uns sicher sehen. Ich weiß zwar nicht, was das nächste Video bringt, aber wir werden uns sicher sehen. Und jetzt ist es soweit. Was ist passiert? Ich habe einen Beitrag von Stefan Wiesner gesehen über ein X-Mount-Objektiv, nämlich über das Wildtrox 75mm 1.2 Pro. Und da hat er eine Aussage gemacht, die meine Ohren ihm geöffnet haben und gesagt, hey, was? Er hat gesagt, dieses Objektiv ist für ihn schon etwas überschärft. Er würde Schärfe sogar zurücknehmen. Und das hat mich interessiert. Wenn man denkt, wie gibt es das? Bei den Aussagen von Stefan Wiesner muss man immer wieder aufpassen. Der kriegt so viel Hardware, der kann so viele Dinge vergleichen. Ja? Der kriegt von jeder Firma, was er sich vorstellt. Und dann kommt seine Aussage an. Und eine Aussage war von ihm, puh, da muss ich sagen, das hört man ganz wenig bei ihm. Und die andere war, ist unglaublich der Preis. Ja. Und alles drei, Schärfe, dass man sagt, Überraschung pur, und der Preis hat mich dazu bewogen, bei Rolle direkt etwas zu bestellen, nämlich dass dieses Wildtox-Objektiv, dieses 75mm Pro 1.2 Pro. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr People-Fotografen seid oder vielleicht braucht das auch für andere Sachen, aber wenn ihr People-Fotografen seid und einen X-Mount benutzt, dann solltet ihr euch dieses Objektiv einmal für euch überlegen. Wirklich. Ihr werdet jetzt im Nachfolge zeige ich euch Bilder mit diesem Objektiv, geschossen an meiner Chart. Die haben wir einfach umgehauen. Bleibt dran, bleibt gespannt. In 2,5 Minuten stelle ich eure Objektivwelt auf den Kopf. Schaut euch das bitte an. Was ich hier sehe, haut mich einfach um. Schaut euch mal, also 75mm bei einer Blende von 1.2. Ich sag's nochmal, 1.2. Normalerweise ist da der Rand, da sagt man, okay, ein gewisses Blurring soll ja sein, eine gewisse Unschärfe am Rand. Das ist knackscharf am Rand. Das ist knackscharf. Bitte da, jede Linie, ich sehe hier jede Linie, wird hier aufgelöst, saubere Abbildung und das am linken oberen Rand. Gut, wer sagt, oh, was ist links oben, was ist rechts unten? Na, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal rechts oben. Selber, knackscharf bei 1.2. Ja, egal in welche Ecke ich da schaue, die sind knackscharf bei der Ausgangsblende, ja, und in der Mitte. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Also hier Auflösung und hier die feinen Linien, die werden alle aufgelöst bei 1.2. Ich sage es noch einmal. Das ist für mich sowas von außerirdisch momentan, dass ich sage, mit so einem Objektiv zu arbeiten, ist schon Hammer. So, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe die Blende 1.2, von der Blende 1.2 aus Folgendes getan. Ich habe mir bis zur Blende 2.8 jede Blendenstufe, die ich einstellen konnte, auf diesem Objektiv habe ich nun gewählt. So, gehen wir zur nächsten Blendenstufe. Das ist 1.4 knackscharf, 1.6 knackscharf, 1.8 knackscharf, 2.0 knackscharf, 2.2, 2.5, 2.8, ja. Die unteren Blendenwerte sind vollkommen scharf in den Ecken. Ja. Das ist ein Objektiv, das muss ich verkaufen wie warme Semmeln. Ja. 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.6. Ja. Ihr seht, das Einzige, was ich verändere, ist halt die Lichtstärke hin und wieder, ja, weil die Kamera meint, na, da muss ich nicht so viel Gas geben. Aber im Prinzip 7.1, 8, ja, 9, 10, 11, 13. Da muss ich sagen, ja, da beginnt einmal eine leichte Beugung bei 13. Ja. Dann 14, ja, okay. Und 16 ist die letzte Stufe. 16 ist die letzte Stufe. Und dann habe ich noch mit der Automatik geschossen. Das heißt, ich habe dann den Ring auf A gestellt und der hat festgestellt, dass er eine Blende von 3.2 braucht und die Verschlusszeit dementsprechend hat angepasst hat. Ja, auch wieder knackpunktscharf. Also knackscharf. Ja. Also. Ich bin überzeugt, ich bin vollkommen überzeugt von diesem Objektiv. Das Einzige, was ich an Manko, ja, sagen muss, ist, wenn man im Autofokus ist und man drückt den Auslöser halb durch und man schraubt hier vorne an diesem wunderbar gehenden, breiten Fokusring, dann kommt keine Lupe. Das heißt, man ist ja gewohnt, halb durchdrücken, Fokus, dann kommt die Lupe und zieht uns was entgegen. Das heißt, man sieht einen Teil, der größer dann. Das funktioniert hier nicht.
nur beim manuellen Fokus. Also das heißt, wenn ich auf manuell umstelle, dann habe ich diese Einschränkung nicht. Das heißt, da kommt die Lupe und ich sehe beim Scharfstellen dann diese berühmten Kanten, die man sich in Rot, Gelb, Weiß oder sonstiger Farbe oder Blau, glaube ich, einstellen kann. Aber das war's. Das ist das Einzige, was ich diesem Objektiv sage, okay, wenn ich es weiß, ist es okay. Ja, wahrscheinlich, ja. Und sehr klug gemacht. Vitrox hat hier hinten einen USB-C-Anschluss. Das heißt, über den wird man wahrscheinlich die Firmware einspielen. Oder nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher die Firmware einspielen. Und ich glaube, auch Vitrox wird dazu etwas einfallen, dass diese Funktion auch beim Zoomen, dass es eben den Lupeneffekt gibt, noch funktioniert. Sonst habe ich dem Objektiv eigentlich nichts hinzuzufügen. Ihr habt gesehen, die Werte, ich bin sowas von geblättet. Ja, auch wenn man mir jetzt den Vorwurf macht, du hast uns ja nur auf Chart gezeigt. Ne? Ich kann euch sagen, ich habe andere Fotos auch gemacht, das sind aber private Dinge, das meine Frau fotografiert, glaube ich, jetzt testet man das. Und ich kann euch sagen, das schaut aus, es gibt keinen Mittelformat-Look, es gibt keinen Vollformat-Look, aber wenn man es im Kopf übersetzen möchte, wenn man es jemand erklären möchte, ja, man hat dieses Unscharfe, diesen Schärfenverlauf wie bei einer Vollformatkamera, ja, mit diesem Objektiv. Und das macht mich schon, das bringt mich schon dazu, etwas mehr zu schwärmen, weil ich habe ja, kennt meine Geschichte, das Einzige, was ich noch nie verwendet habe, war Olympus, aber sonst bin ich eigentlich mit den Marken durch und auch in jedem System. Ja. Und ich sage, dieses Objektiv gehört einfach für jeden Porträtfotografen in die Fototasche. Aber eure Entscheidung. Schaut sich die Rolleseite an, das ist extrem günstig gegenüber, wenn man es in Amazon anschaut, ja, extrem günstiger. Und mehr möchte ich da nicht mehr dazu sagen. Ich möchte mich verabschieden von euch, von meinen deutschen Kumpels, ein Tschüss, von meinen Schweizer Kumpels ein Salü und von meinen österreichischen und bayerischen Freunden Servus. Bis zum nächsten Mal. Da habe ich noch etwas von Vitrox. Das schaut sich aber dann bitte auch an. Ciao, Servus.